Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Storage Hustle. Und wir haben einige Sachen noch hier drin, beziehungsweise was heißt einige? Vier Sachen haben wir noch hier drin im Verkauf. Ich habe immer noch den Scanner in der Hand. Hier, diese vier Sachen fahren noch rum. Müssen wir auch noch loswerden. Ich will gern meinen Laden leer haben, bevor ich neue Sachen hole. Nicht, dass wir hier wieder so viel Zeug rumstehen haben. Aber ich könnte mal zwei Abteile, eventuell, ja, wenn die Kohle reicht, vielleicht zwei Abteile kaufen. Na, los Leute, kommt schon. Für 700 war einer da, der wollte ihn kaufen. Komisch, für 750 nicht. Na los, Leute! Ich habe halt keine Ahnung, wovon das abhängig ist, wann hier Leute reinkommen. Machen wir mal 730. Und hier machen wir 90. Und hier machen wir 420. Große Preissenkungen hier. Hier machen wir 90. Ich stelle mir die Sachen deutlich teurer vor, als sie sind. Andererseits bei dem Dolch. 78 will er bezahlen. 85. 82. Naja, okay. Weg ist weg. Der Kronleuchter. Nehmt er mit für 90? Sehr gut. Ja, also, man muss noch ein bisschen warten. Und so, ich hoffe, wir kriegen dann bald die Chance, ein Tablet zu kaufen. Ich weiß nicht, ob man das kaufen muss oder ob man das kriegt. Denn dann können wir wahrscheinlich von unterwegs unsere Sachen hier überwachen. 700. Leute, billig, billig, billig. Ägyptischer Dolch, ritueller Dolch, Leute, billig, billig. Billiger geht nicht mehr. Billiger geht nicht mehr. Da ist er. Wahnsinn. Aha. Also, wir müssen nicht am Rechner sein für einen neuen Kunden. Ja? Also, kauf es. Und wir haben Fertigkeitspunkte. Und es ist Nacht. Auto ist zu. Ich hau mir noch Fertigungspunkte rein. Fertigkeitspunkte. 4. Dafür brauchen wir 2 Verbindungen. Du kannst 5 Gegenstände pro Tag für einen Grundwert schnell verkaufen. Halte Q auf dem Gegenstand, um ihn schnell zu verkaufen. Ja, Grundwert ist aber irgendwie kacke. Skill freischalten. 2 Skillpunkte. Muss ich zuerst den hier machen? Oder kann ich das, wie ich will? Grundwert schnell verkaufen. Viel weniger Geduld mit dir. Sie können Gegenstände für einen kleinen Gewinn schnell verkaufen. Was haben wir hier? Erhöht die Besuchsrate ihrer Online-Kunden. Ist das schon, ist das nicht schon freigeschalten? Ah ne, dann würde es hier angezeigt werden. Okay. Skill freischalten. Erhöht die Besuchsrate ihrer Online-Kunden auf um ein Vielfaches. Ja, dann freischalten. Und gewinnen Sie mehr EXP durch den Verkauf von Artikeln. Ja, natürlich freischalten. Und das hier für 2. Und das hier ist auch für 2, ne? Ja. Freischalten, freischalten. Geht nicht. Sie können Tablet-Computer... Ja! Okay, gut. Genau, das brauchen wir. Sehr gut. So, einmal speichern. Hat er gemacht. Wunderbar. Und dann einmal schlafen. So, heute richtig viel Kohle eingenommen.
hat ihnen mehr Geld geschickt. Oh, 12 Dollar, zu viel geschickt. Und ich habe es natürlich frech, wie ich bin, einfach behalten. Was stand da? Sei vorsichtig, was du anbietest. Oh, ist nur noch die Vase da, ne? Ja. Nur noch die Vase da für 420. Ja, die lasse ich, glaube ich, mal. Reparaturwerkzeug sollten wir eigentlich mal aufdingsen. Aufrüsten. Dann können wir bessere Preise für bessere Sachen erzielen. Andererseits kostet das natürlich auch viel. Ne, ich warte mal noch. Damit warte ich noch. So, was ist jetzt hier mit der Vase? Ach, machen wir halt 400, was soll's. Oder ist das immer noch viel zu viel für eine Vase? Kann natürlich sein. Ist nur ein Kunstwerk. Da braucht man spezielle Kundschaft für. Okay, ich mach mal 300. Vielleicht gehe ich das falsch an und 400 ist viel zu viel. Vielleicht ist die 100 wert oder so. Ich habe keine Ahnung, das ist schwierig. Kunstwerk. Da brauchen wir bestimmt den anderen Scanner. Aber wir kriegen ja jetzt mehr EXP. Ja, aller Anfang ist schwer. Aber für 2500 können wir jetzt Abteile kaufen. Okay, 300 lockt immer noch keine Kunden an. Wie sieht's für 200 aus? Ah, so wenig Geld. Ja, wobei, da würden wir auf 2,7 kommen. Das ist auch schon ganz schön viel. Na, kommt schon, Leute. Schnäppchen. Ey, was ist mit dir? Brauchst du eine Vase? Haben wir hier einen Gartenverkauf beim Nachbarn, nein? Komm, 100. Und wenn die Leute dann mir gleich den Laden einrennen, dann mache ich es ein bisschen höher. Ah, siehst du mal? Und würde es gleich bezahlen. Nein, was will er bezahlen? 88. 90, Kollege. Ja, also. Gut, da habe ich es ein bisschen arg zu hoch angesetzt. Aber so kann man es rausfinden, was das Zeug wert ist. Das ist okay. So, wir schauen. Wir schauen wieder bei Tor vorbei. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil ich dann einfach hier ganz gemütlich nur die Straße hinterfahren brauche. Da muss ich mir... Oh, oh. Well. Gut, ich muss natürlich in die richtige Richtung fahren. Das ist immer wichtig. Ups. Beziehungsweise rechtzeitig abbiegen, sagen wir so. Huch. So, ich parke jetzt auch mal so wie der. So. Über zwei Parkplätze, wunderbar. So wird's gemacht. So, hier findet eine... Oh, jetzt gerade im Moment, 410. Ja, guck mal, das ist doch was. Lass sehen. Das hier könnte was wert sein, da weiß man nicht. Schaukelstuhl, Galasessel. Das könnte sich lohnen. Ich glaube, das nehme ich mit. Gleich mal um 20 erhöhen, wird sowieso passieren. Muskelmultimeterlagerung und besser bieten. Und ich klatsche gleich nochmal 20, sind wir bei 4,70. 94, 500. Ja, siehst du mal. Was heißt schnell kaufen? Achso, ging nicht. Muskelmutti hat erhöht auf 25.
Wo sind wir jetzt? Bei 5,75 schon. Ja. Ja, ob sich das lohnt? 6,75. Ja. 7,25. Na, das lohnt sich nicht, oder? Zack, komm, 25. 57, glatter Betrag. Drüber gehe ich nicht. Okay. Und er ist gestorben. War so krass, ist er direkt gestorben. Lass sehen. Müll. Mikrowelle. Ein Riot Hand. Oh, ein Revolver. Keramikvase, Mixer. Entschuldigung. Geiler Sessel. Epischer Gegenstand. Ja, wunderbar. Medizinbeutel. Ein fetter Wagenheber und ein Bodenschild. Oh, naja. Gar nicht so schlecht. So, wenn ich mir aber jetzt noch ein zweites Abteil holen mag, muss ich mich erstens beeilen und zweitens muss ich hier ordentlich laden. Nicht so wirr und durcheinander. So, womit fangen wir an? Wir packen das Zeug hier am besten hier rein. Alles, was geht. Schild wird nicht reingehen. So, ich glaube, ich fange mal mit dem hier an. Geht das so? Müsste gehen eigentlich. So, der ist auch ziemlich groß. Passt der eventuell da noch dazwischen? Nein. Dann stellen wir den mal davor. So, die Schachtel. Und die könnte eventuell hier. Ob das so gut ist? Naja, wir versuchen es mal. So, der hier, den müssten wir eigentlich da unten reinkriegen. Ja. Und das Schild. Hier vielleicht drauf. Nee. So geht das nicht. Ah, vielleicht kann ich's. Hey, warum ist jetzt der Karton offen? Oh nein! Oh! Geht das so? Okay, ich muss zuerst mal heimfahren und das Zeug hier abliefern. Da passt nichts mehr rein. Ich brauche eine größere Karre, definitiv. Ich muss mir den Sprinter hier kaufen. Ich weiß noch nicht mehr, was der gekostet hat, aber der war, glaube ich, relativ teuer. So, schnell alles abladen. Da fliegt schon alles durch die Gegend. Roter Lederstuhl. Nanu. So. Und dann den hier. Das ist der Schaukelstuhl. Mal daneben. So,
ist der leicht buggy, der Sessel hier. Gut, die Mikrowelle. Können wir hier reintun. Oh, da sind Sachen schon rausgefallen. So, was ist das? Ein Footballhelm. Und der gute Revolver. Perfekt den Schuss, das ist sehr gut. Dann haben wir nochmal eine Vase. Und dann ist der leer. So, Mixer. Oh nein. Mein Mixer ist unter die Map gefallen. Ich dachte gerade noch. Ist aber schlecht, dass der nicht klippt. Oh Mann. Toll, jetzt habe ich einen Mixer. Ein Mixer verschenkt. Na gut. Kann ich nichts dafür. So, Medizinbeutel. Mein Mixer. Oh, der hätte bestimmt viel Kohle gebracht. Oh. So, hier ist leer, ne? Okay. Liegt der vielleicht irgendwo? Dach? Nee, sieht nicht so aus. Achtung, aus der Bahn. So, ich will noch mal ein Abteil haben. Hier müssen wir lang. Oh, da sind die alle bis 18 Uhr nur. Bis 14. Doch, das hier ist noch 1200. Boah, da liegt ein Katana drin. Ja gut, das wird schnell vorbei sein. <lacht> 1300. Ich gehe mal gleich 100 mehr. 1400. Ich meine, 1800 haben wir. Lagerhausliebhaber. 1599. 1749. Gut, ich bin raus. Entschuldigung. 1090. Oh, geile Sachen drin. Riesenbox und so. Eger. Königin der Lagerung, Mr. Lagerung, Benjamin Desmond, alias Carlos. Lass es sein. 1500. Kaboom! 1600. Und das müsste aber dann meins sein, oder? 1840. Ja, mehr kann ich nicht. Das war's. Benjamin Desmond. And sold.
Er hat's tatsächlich. Ja. Hier haben wir auch noch eins. 1300. Läuft auch noch. Mitten in der Nacht. Oh je, da sitzt. Das sieht aber nicht gut aus. Hustle King, Cougar, Aria Stonk, Skyler. Mhm, mhm, 1500. 1,598, 1,6, 1,823, ich bin raus. Das ist mir zu ungeheuer. Da weiß man nicht, was da drin war. Hier ist gar nichts mehr. Gut, heute geht nichts mehr. Schade, schade, dass unser Mixer durch die Map gefallen ist. Oder unterhalb die Map gefallen oder keine Ahnung. Aber theoretisch ist er ja noch in unserem Zuhause. Na, eigentlich nicht. Er ist unten durchgefallen. Aber ich schau mal, vielleicht ist er ja über den Computer trotzdem irgendwie noch erreichbar. So. Oder ist er hier noch drin? Nö. Ich schau mal ganz kurz rein. Boah, der ist noch da, aber der ist kaputt. 20. Ich kann ihn ja nicht reparieren, er ist ja verschwunden. Oh, tatsächlich. Kauft jemand für 20? Na also. Besser als nichts. So, ich würde sagen, wir speichern und schlafen einmal. Besser 20 als 0, wenn er verschwindet, weil er unterhalb der Map ist, also von dem her. Ja, viel ausgegeben. Oma nahm Geld aus ihrer Brieftasche. Dieses alte Weib. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Folgenpause, sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Time to play hier beim Storage Hustle Simulator, möchte ich fast schon sagen. Und bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.